Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sportklinik Ravensburg live. Mein Name ist Eva Reuter und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und direkt zu Beginn gibt es einen Abschied. Wir sagen leise Servus, Adieu, Ade. Arthrose. Millionen Menschen in Deutschland leiden unter ihr. Sie bereitet oft unerträgliche Schmerzen, besonders betroffen das Kniegelenk, direkt gefolgt von der Hüfte. Ja, was tun? Unsere Ärzte der Sportklinik Ravensburg wissen natürlich wieder Rat. Doch bevor ich sie Ihnen vorstelle, möchte ich Ihnen gerne die Sportklinik selbst zeigen. Und dafür haben wir ein kleines Video für Sie. Schauen Sie doch mal. Also da muss ich ganz kurz mal einhaken, weil ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade verguckt habe, aber ihr habt einen neuen Standort. Was ist denn da passiert? So lange haben wir uns doch jetzt gar nicht mehr gesehen. Boris, sag doch mal, was ist da passiert? Ja, wir hatten immer schon einen hohen Zufluss von Patienten, vor allem vom Bodensee. Und wie wir gerade schon gesehen haben, haben wir eine extreme Auslastung im ambulanten Bereich, fast 40.000 ambulante Patientenkontakte letztes Jahr. Da stellen Sie natürlich vor extreme logistische Anforderungen, auch einfach Platz, der uns da fehlt, auch eine ordentliche Manpower. Und wir hatten immer schon eine Kooperation in den letzten Jahren mit einer orthopädischen Praxis in Tettnang und haben diese Praxis dann integriert in unser Konstrukt und haben im Zuge dessen einen neuen Standort aufgebaut in Friedrichshafen. Schöne neue Praxis, Blick übers Ländle, oberster Stock, ist schön geworden, bieten alles an, was die Sportklinik kann. Und es ist sehr gut daran, freuen uns, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ja, begrüßen möchte ich auch euch. Also nur, dass Sie es wissen, wir hatten uns davor auf das Du geeinigt. Das ist jetzt keine Unfreundlichkeit von mir. Und ich möchte Ihnen unsere Experten natürlich auch vorstellen. Zu meiner ganz Linken haben Sie gerade schon gehört. Dr. Boris Ivanovas, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und ich musste den Satz leider einmal bringen, er bricht nichts übers Knie. Nein, diesen einen müssen Sie mir leider gönnen. Er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für seine Patienten und das lieben Sie an ihm. Er betreut unzählige Profisportler und Sportler in der Region und sein Spezialgebiet ist das Knie. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. In der Mitte einmal Dr. Harald Britschnau. Auch er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seine Spezialgebiete sind einmal das Knie und die Hüfte. Und sein Wissen gibt er anhand von Vorträgen in der ärztlichen Weiterbildung weiter. Und er ist seit September 2023 an der Sportklinik Ravensburg. Jetzt erzähl doch mal, wie war die erste Zeit? Waren Sie nett? Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Für mich ist es ja auch eine Rückkehr in meine alte Heimat. Ich bin in Wangen geboren, habe in Ravensburg die Schule abschließend besucht, während meiner Zivildienstzeit auch noch hier gelebt und dann eben in Nordrhein-Westfalen studiert, viele Jahre gearbeitet. Und Anfang des Jahres kam die Idee auf, mit der Familie gemeinsam wieder in die Heimat zurückzukehren. Und das haben wir dann umgesetzt. Und in der Sportklinik bin ich von allen sehr schön und sehr positiv aufgenommen worden. Deine Spezialgebiete Knie und Hüfte. Was machst du mehr und vielleicht auch was machst du lieber? Knie, Hüfte, Hüfte, Knie? Also eigentlich beides hälftig und ich mache genauso gern den künstlichen Kniegelenkersatz wie den künstlichen Hüftgelenkersatz. Ich habe da eigentlich keine Bevorzugung von dem einen oder von dem anderen. Schön, dass du da bist in unserer Runde. Dankeschön. Und direkt an meiner Seite einmal Dr. Thomas Mattes. Und ja, Sie dürfen raten, auch er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und er weiß wirklich alles über die Hüfte und das Knie. Er wurde ganz offiziell Top-Mediziner für Hüftchirurgie der Stern- und Fokus-Ärzte-Liste. Schön, dass du da bist. Gerne. Jetzt ist ja unser heutiges Thema Arthrose AD wieder mobil mit Gelenkersatz. Also ich schätze mal,
Die meisten von Ihnen haben schon mal was von der Arthrose gehört. Haben Sie vielleicht leider selber? Ich habe minimal Arthrose in der Hüfte, kommt vom ehemaligen Leistungssport. Aber würdest du uns noch mal kurz abholen und noch mal erklären, um was geht's hier eigentlich heute? Ja, letztendlich Arthrose trifft jeden Menschen. Man kann es nicht verhindern, weil Knorpel ist im Endeffekt was, was mit Abschluss vom Wachstum gebildet wird. Und ab dann läuft man sich nur noch Knorpel runter. Das heißt, eigentlich ist Arthrose ein natürlicher Prozess. Zum Glück leidet nicht jeder oder jeder gleich von Arthrose, sondern Jahrzehnte findet es einfach statt, ohne dass man es spürt. Aber irgendwann kommt es dann doch dazu, wie beim Auto der Reifen, dass er runtergefahren ist. Und dann beginnt einfach die Leidenszeit, wo wir dann als Orthopäden zum Glück sehr, sehr gut helfen können. Du darfst mit deinem Vortrag starten. Ich übergebe das Wort direkt an dich und schaue auch sehr gespannt zu. Ja, die Arthrose, ich habe schon gesagt, ist einfach die Volkskrankheit per se neben den Herzkrankheiten. Auch da verschleißt im Endeffekt was. Aber in den Gelenken ist es so, dass der Knorpel immer verschleißt. Ich kann es nicht verhindern. Häufig kommt die Frage von Patienten, was kann ich denn machen, dass ich keine Arthrose bekomme, kann ich einfach sagen, eigentlich nichts findet statt. Und es kommt zur zunehmenden Zerstörung vom Gelenkknorpel, ja. Im Rahmen dessen kommt es dann aber auch dazu, dass Muskulatursehnen, die genauso zum Gelenk als aktiver Motor gehören, zu Veränderungen, die dann irgendwann eine Bewegungseinschränkung machen und die Patienten darunter leiden. Hier sieht man das mal im Verlauf. Ganz links, rot oder orange, ist der Knorpel, unten schwarzer Knochen, ganz links ein normales Gelenk. Das ist eine dicke Knorpelschicht über dem Knochen, dann fängt es in der Oberfläche im Gelenk an, dass der Knorpel auffasert, dass die glatten Oberflächen zerfasern. Und im Vollbild der Arthrose rechts in diesem histologischen Schnitt sieht man eigentlich dann nur noch Knochen. Und wenn Knochen auf Knochen läuft, habe ich einfach das Vollbild der Arthrose. Und das ist das Thema, dass im Endeffekt dann die schmerzhafte Bewegungseinschränkung kommt, auch die Einschränkung der Gehmobilität. Und Mobilität ist in unserer Bevölkerung ja ein sehr, sehr hohes Gut. Ja. Und man sieht ja, dass zunehmend die Mobilität zu Fuß und zu Fahrrad wieder wichtiger wird, weil wir müssen einfach weg vom Auto. Ja. Und da gehören wir mit dazu, dass wir das so lange wie möglich erhalten. Das Problem ist allerdings auch, nicht nur dann irgendwann das Gelenk. Ich habe schon gesagt, auch das Herz-Kreislauf-System unterliegt einem degenerativen Prozess und man weiß, wenn man die selbstständige Mobilität verliert und die Gehfähigkeit zunehmend reduziert wird, dass dann auch das Herz-Kreislauf-System und der gesamte Organismus letztendlich darunter leidet. Die Muskulatur der Knochen baut ab, wenn man sich nicht mehr bewegt. Und zum Beispiel auch Osteoporose, ein ganz anderes Thema, aber auch orthopädisch, ja, verschlimmert sich im Endeffekt im Rahmen der Arthrose, wenn ich mich nicht mehr bewege, weil die beste Osteoporose-Therapie ist tatsächlich die Bewegung. Wenn ich jetzt so eine Arthrose habe, ja, du hast es schon gesagt, auch bei dir fängt es schon so ganz, ganz langsam an, ja, muss man sagen, die Operation und insbesondere das künstliche Gelenk ist natürlich ganz am Ende der Therapie. Die Arthrosebehandlung beginnt oft schon sehr früh. Es gibt auch junge Erwachsene, die schon unter Arthrose letztendlich leiden. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, Krankengymnastik, physikalische Therapie, Medikamente gehören dann irgendwann dazu. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, der Patient muss mitmachen, er muss sich bewegen. Ja. Und je weiter das dann fortgeschritten ist, umso mehr muss man dann über Operationen nachdenken. Und auch hier ist es so, dass natürlich nicht immer die Endoprothese die erste Therapie der Wahl ist. Hier mal an der Hüfte dargestellt. Die oberen Bilder zeigen angeborene Fehlbildungen, die dann zum schnellen Arthroseverlauf führen. Da gibt es dann komplexe Umstellungsoperationen, die man bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen machen, um diesen Arthroseprozess abzubremsen. Wir können nicht umkehren, aber abbremsen. Genauso in den unteren Bildern die Hüftarthroskopie, wo man zum einen Fehlbildungen beseitigen kann, zum anderen aber auch in den unteren Bildern, wo man sieht, dass der Knorpel dann schon Schäden und Defekte hat, die noch begrenzt sind, dass man die behandeln kann, um diesen Arthroseprozess zumindest abzubremsen. Häufig ist dann aber so, dass irgendwann der Verschleißprozess doch so weit fortgeschritten ist, dass gelenkerhaltende Operationen und konservative Maßnahmen nicht mehr greifen. Ja, und dann muss man einfach einen Schritt weitergehen. Ja, das heißt ja dann, dass man eine OP machen muss. Das ist ja schön und gut, aber ich bin so jemand, ich habe vor allem nach der OP Angst. Was passiert denn da? Wie sieht so eine Nachbehandlung aus? Wie lange habe ich Schmerzen? Wie viel Geduld muss ich mitbringen? Und vor allem, kann ich dann wieder normal arbeiten eigentlich oder kann ich auch Sport machen? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt als unsportliche Person dann zur Olympia gehe, aber wie sieht's aus mit dem ganz normalen Sport?
Also Sport ist mit Endoprothesen sehr, sehr gut möglich. Gerade bei uns in der Region, das sage ich auch immer von Patienten, die aus dem Norden kommen, die das nicht so wissen. Ja, wir haben viele Patienten, die mit künstlichen Knie- und Hüftgelenken auch wieder Ski fahren. Aber du selber sagst, der vorher nicht Ski gefahren ist, der wird das natürlich nicht mit der künstlichen Hüfte dann plötzlich machen. Aber wichtig ist einfach, man muss trotzdem darauf achten, ich sage, Sturzgefahr ist ein Thema, ja, und Sturz kann natürlich eine Fraktur auch im Rahmen von oder eben im Bereich vom künstlichen Gelenk letztendlich machen. Aber Sport an sich ist natürlich extrem wichtig, weil die Muskulatur muss auch von künstliches Gelenk trainiert sein und schützt dann auch das Gelenk vor Verschleiß. Wir würden jetzt eins weitergehen, und zwar von der Hüfte. Also von dir gehen wir jetzt weiter mal zum Knie. Was ist denn, wenn ich da Schwierigkeiten habe? Also was kann man denn dann dort machen mit Knieproblemen? Wenn das Knie also hochgradig verschlissen ist, dann sind wir im selben Bereich, wie wir bei der Hüfte sind, dass wir dann eben halt auch in den Themenbereich des Gelenkersatzes kommen und können natürlich auch das Kniegelenk bei einer fortgeschrittenen Arthrose mit einem Kunstgelenk dann versehen. Bevor wir zu deiner Präsentation kommen, eine Zwischenfrage, die mich jetzt interessiert. Bekomme ich schneller in der Hüfte mal Arthrose oder im Knie? Kann man das sagen? Oder ist das, kommt es immer darauf an, wie man, was einem passiert ist? Oder? Also wenn man sich jetzt die Zahlen der Endoprothesenoperationen primär in Deutschland anschaut, würde man mutmaßen, dass es mehr kaputte Hüftgelenke als Kniegelenke gibt, weil die Anzahl der ersetzten Hüftgelenke etwas höher ist als der ersetzten Kniegelenke. Dann frage ich dich auch gar nicht weiter aus. Ich bin still und übergebe an dich. Ich würde dann noch mit der Hüfte, der Endoprothetik letztendlich starten. Und da ist es so, dass die Hüftendoprothetik eigentlich schlechthin die Erfolgsgeschichte in der modernen Medizin ist. Es gibt neben der Kataraktoperation am Auge, die vor Erblinden schützt, keine Operation, die so erfolgreich ist wie die Hüftprothese. Und man sieht hier so die ersten Versuche 1936 von der Gebrüder Chudé mit dieser Plexiglasprothese, die aus unterschiedlichen Gründen nicht wirklich funktioniert hat. Aber die zwei anderen Prothesen, die rechte, die ist fast unverändert noch auf den Markt kommen, aus dem Jahr 66 und 67, die eine aus London, die andere aus der Schweiz von Moritz Müller. Das sind quasi wirklich die Geburtsprothesen der modernen Endoprothetik. Und man sieht, dass das im Endeffekt eine Erfolgsstory ist, die jetzt seit über 50 Jahren wirklich sehr gut funktioniert. Technisch ist es einfach, ein Hüftgelenk zu ersetzen. Warum? Die Hüfte ist ein Kugelgelenk. Ja, das kann ich einfach technisch sehr einfach mit einem Kugelgelenk auch wieder ersetzen. Und das ist sicherlich auch mit der Grund, warum Hüften immer noch ein bisschen besser funktionieren als Kniegelenke. Letztendlich besteht die Prothese nachher immer aus vier Teilen. Ich habe einen Schaft, ich habe eine Pfanne, die verwachsen mit dem Knochen oder werden zementiert, das zeige ich gleich noch. Und dann wird die Kugel ersetzt und dann habe ich ein super rundes Gelenk, das wieder läuft. Und dann ist es so, ich muss natürlich das Gelenk in den Körper reinbringen. Da gibt es im Endeffekt tatsächlich die größten Veränderungen der letzten 20 Jahre. Es gibt die Begriffe vom Zugang lateral dormis amis, ist im Endeffekt so ein Modewort. Ja, viele Patienten kommen und wollen den amis-Zugang. Dann gibt es eine Double-Incision-Technik. Letztendlich muss man immer sagen, das Hüftgelenk ist im Zentrum im Endeffekt der Leiste und irgendwie muss ich da durch und muss das Gelenk reinbringen. Man sieht jetzt hier an dieser Grafik, dass überall Muskulatur ist und zum Glück gibt es viele Muskellücken. Und überall, wo diese Pfeile sind, kann ich quasi durch die Muskulatur, also ich gehe durch Muskelschichten durch, dränge die auseinander und weil die von oben nach unten verlaufen, muss ich eigentlich keine Muskulatur ablösen. Die Länge des Schnittes ist gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich der Umgang mit den Weichteilen in der Tiefe. Ein zu kleiner Schnitt kann zum Beispiel durchaus auch das Infektionsrisiko erhöhen. Und es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel bei einer schlanken kleinen Frau eine Hüftpfanne mit einem Durchmesser von 4 cm reinbringen muss oder bei einem großen Mann von 8 cm. Allein das bedingt schon eine unterschiedliche Schnittlänge. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, ist eben tatsächlich auch so, dass das sind jetzt Daten aus Schweden, die Zugänge durchaus sich weit verteilen. Man sieht jetzt hier, was in Schweden überwiegend gemacht wird, in Gelb dargestellt, das sind hintere Zugänge, das ist historisch bedingt in Schweden, die machen überwiegend hintere Zugänge, die haben erst so die letzten Jahre so ein bisschen ihre Zugangswege letztendlich geändert. Wenn man hier den in Deutschland extrem propagierten vorderen Amis-Zugang sucht, dann findet man den in Schweden fast überhaupt gar nicht. Der ist oben in diesem Satz drin, in diesem hellblauen, was fast gar nicht auffällt. Und wenn man es genau betrachtet,
betrachtet, auch wissenschaftlich untersucht, ist eigentlich nicht entscheidend, ob ich den Zugang von vorne, von hinten oder von der Seite mache, sondern die Erfahrung des Operateurs mit seinem Zugang. Wenn ich jeden Tag einen anderen Zugang mache, dann habe ich nie die Erfahrung, wie wenn ich immer einen Zugang mache. Und dann kann ich mit allen diesen Zugängen eigentlich im langfristigen Ergebnis vergleichbare Ergebnisse letztendlich erreichen. Was dann immer noch wichtig ist, die Prothese soll ja dauerhaft halten. Ja, und angefangen hat man vor über 50 Jahren mit zementierten Prothesen. Das hat der Sir John Charney in London eigentlich den Zahnmedizinern abgeguckt. Die haben damals im Endeffekt Zähne zementiert. Ja, und das war sicher ein großer Schritt, dass diese Zementierung dann die ersten Prothesen waren, die wirklich eine feste Verbindung zum Knochen hatten. Inzwischen gibt es sehr gute zementfreie Prothesen. Die haben insbesondere bei jüngeren Patienten den Vorteil, dass sie fest mit dem Knochen verwachsen. Und wenn ich im Endeffekt dann wechseln muss, versuche ich immer nur die Gleitpaarung zu wechseln. Und das, was fest mit dem Knochen verwachsen ist, letztendlich zu belassen. Und selbst wenn eine zementfreie dann wirklich locker ist, lässt die sich einfacher tauschen als eine zementierte, weil bei der zementierten muss ich im Endeffekt immer diesen Zement rausholen. Weshalb haben wir trotzdem noch zementierte? So 70 ist so das Grenzalter, wo man über das Zementieren zumindest nachdenken sollte, insbesondere wenn die Knochenqualität nicht mehr stimmt, weil ich damit im Endeffekt dann Frakturrisiko um die Prothese reduzieren kann. Beim Schaft ist es dann so, dass die Schaftlänge und die Form eigentlich nicht wirklich sich ausschließt. Die langen Schäfte, wie rechts dargestellt, das sind die Schäfte, die vor 50, 60 Jahren entwickelt wurden. Die funktionieren sehr, sehr gut und die wachsen wirklich exzellent in Knochen ein. Da haben wir Ergebnisse über Jahrzehnte. Das Problem ist nur, was man in diesem grünen Pfeil sieht, ich muss da durch einen Knochen durch, seitlich am Trochanter, wo Muskulatur ansetzt. Modernere Prothesen, links und unten dargestellt, die sind zwar auch ein bisschen kürzer als die Prothesen, die man vor 40, 50 Jahren entwickelt hat, aber das Entscheidende ist nicht die Länge. Ich brauche eine gewisse Länge, dass ich eine Kippstabilität habe, weil wenn sie zu kurz sind, dann wachsen sie eigentlich gar nicht mehr in den Knochen ein. Der Vorteil dieser moderneren Prothesen ist tatsächlich diese Bananenform, wenn man so möchte. Da kann ich über den Schenkelhals die Prothese einbringen, wie links an diesem grünen Pfeil dargestellt, und damit kann ich die Muskulatur und Sehnenansätze noch besser schonen. Was im Endeffekt dann im Gelenk passiert, ist, dass der Kopf sich in der Pfanne bewegt. Und das ist im Endeffekt das, was nachher die langfristige Haltbarkeit letztendlich ausmacht. Weil dort findet die Bewegung und der Abrieb statt. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Methoden. Hier mal dargestellt, es gibt Metallköpfe, Keramikköpfe. Die Metall- oder Keramikköpfe können dann in Polyethylen laufen oder auch in Keramik. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Überwiegend muss man ganz klar sagen, verwenden wir Keramik und Polyethylen, weil das ein gutes im Endeffekt Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko ist. Wenn man sich hier mal anschaut, wie das mit dem Abrieb aussieht, sieht man rechts im Endeffekt, dass wenn Keramik in Polyethylen läuft, einfach der Abrieb nur ungefähr halb so groß ist, wie wenn Metall in Polyethylen läuft. Deshalb verwendet man heutzutage überwiegend Keramikköpfe. Links unten noch dargestellt, das ist so eine Sondersituation, wo man im Endeffekt diesen Oberflächenersatz macht, wo man dann auch nur zwei Teile hat. Das ist eine Außenseitermethode, die auch fast wieder vom Markt verschwunden ist. Und das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass man da diese großen Metalloberflächen haben und dieser Metallabrieb durchaus ein Problem ist. Weil Metallionen im Endeffekt nicht vor Ort bleiben, sondern die können im ganzen Körper Probleme machen und diese großen Flächen produzieren oft sehr, sehr hohen Metallabrieb. Und deshalb sind die langfristigen Ergebnisse dieser Art von Prothese auch nicht besser, wie wenn ich eine Standardprothese mit Polyethylen-Keramik verwende. Die wesentliche Verbesserung die letzten 20 Jahre war tatsächlich in der Abriebsfestigkeit von diesem Polyethylen. Da sieht man jetzt im Endeffekt zwei Kurvenpaare, die oberen und die unteren. Und die unteren, das ist im Endeffekt modernes Polyethylen, wo man sieht, dass man den Abrieb über Millionen von Lastzyklen, die oben im Video im Simulator dargestellt, natürlich auch erstmal getestet werden, bis man es im Patient einbaut. Ja. Und da muss man sagen, dass modernes Polyethylen wirklich Millionen von Lastzyklen aushält mit minimalem Abrieb. Und wenn man dann im Endeffekt tatsächlich schaut, wie funktioniert es im Patienten, muss man einfach sagen, hier zeigt sich an dieser Kurve tatsächlich diese Erfolgsgeschichte. Das sind wirklich nachuntersuchte Patientendaten, wo man sieht, dass 90% der Prothesen eigentlich 20 bis 25 Jahre halten. Und das sind noch Prothesen mit dem alten Polyethylen, das vor 30, 40 Jahren letztendlich verwendet wurde. Und wir tun in Deutschland einiges, dass wir diese Qualität weiter verbessern und dass wir diese Qualität hochhalten. Wir haben verschiedene Qualitätsinitiativen aus unseren Fachgesellschaften. Wir sind selber aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik, machen dort Fortbildung, machen da Vorträge, bilden auch Ärzte letztendlich weiter.
Aus der Fachgesellschaft kommt auch die Zertifizierung. Es sind inzwischen in Deutschland ungefähr 500 Prothesenzentren zertifiziert. Unsere Kooperationsklinik, Oberschwabenklinik in Wangen, in der wir im Endeffekt operieren, die ist auch zertifiziert, wo wir zusammen mit dem Team vom Dr. Wassmer im Endeffekt an diesem Endoprothetikzentrum teilnehmen und dort eine hohe Qualität im Endeffekt bringen. Genauso gibt es das EPRD, das im Endeffekt langfristig zeigt, wie gut Prothesen funktionieren. Und im sportorthopädischen Bereich sind wir auch im Knorpelregister mit beteiligt. Da geht es dann eher so um die gelenkerhaltenden Operationen noch. Die Frage würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber wo geht denn da die Reise vielleicht hin? Woran arbeitet man? Was ist die Zukunft, wenn man sie sich malen kann? Also es ist tatsächlich so, dass die Zukunft im Bereich läuft, den wir eigentlich gar nicht hören möchten, ja, weil wir in der Endprothetik so exzellent sind, dass wir technisch eigentlich nicht mehr viel verbessern können. Die große Herausforderung, wie in anderen Bereichen der Medizin, ist tatsächlich die Infektion. Wenn es zu einer Infektion vom künstlichen Gelenk kommt, ist das sehr, sehr aufwendig in der Behandlung. Und diese ganze Antibiotikaresistenzen machen uns auch in der Endprothetik Probleme. Und die Hauptforschung, die in der Endprothetik im Endeffekt tatsächlich heutzutage stattfindet, ist die Beherrschung der Infektion. Damit ich es nachher richtig gut vergleichen kann, ihr sitzt auch so schön zusammen, Knie und Hüfte. Einfach nur noch mal ganz kurz, was danach passiert in der Nachbehandlung, dass ich es direkt vergleichen kann. Was passiert, wenn du operiert hast? Was passiert danach? Also danach passiert, dass der Patient, je nachdem, wann er im Tagesverlauf operiert wurde, entweder am OP-Tag selber schon mal aufsteht, ja, spätestens am Tag nach der Operation. Und das Ziel ist, dass er im Endeffekt innerhalb weniger Tage mobil ist. Und ein Großteil der Patienten, die jetzt fit sind, die daheim auch gut versorgt sind, die können im Endeffekt nach 4-5 Tagen nach Hause. Ja. Standard in Deutschland ist aber tatsächlich, dass der überwiegende Anteil dann noch eine stationäre Reha-Maßnahme über 3 Wochen macht. Entscheidend ist aber dann, was danach noch folgt, dass man über Wochen im Endeffekt dann letztendlich noch Krankengymnastik macht, aber eigentlich aktives Training. Weil das, was ich ganz anfangs bei der Arthrose gezeigt habe, die Veränderung der Muskulatur, der Weichteile, das ist ein Prozess, der geht über Jahre und Jahrzehnte. Und das lässt sich natürlich nicht durch uns operativ lösen, sondern wir ersetzen das kaputte Gelenk, dass es wieder schmerzfrei ist, und dann muss der Patient seine Muskulatur wieder auftrainieren, dass er das Gelenk nutzen kann. Und das braucht wahrscheinlich Geduld. Das braucht mehr oder weniger Geduld. Oft ist es auch so, wenn man zu lange wartet und das Gelenk zu sehr eingesteift ist, dass man dann gar nicht mehr das Optimum aus dem Gelenk rausholt. Also das ist dann immer so eine Zeitbalance, wo man auch den zu späten Zeitpunkt nicht verpassen sollte. Aber das ist ja gut, das Gute, die Patienten sind ja bei euch gut beraten. Das heißt, ihr erklärt alles, ihr lasst es sozusagen dann nicht einfach nach der OP dann ihren Weg alleine gehen. Nein. Sehr gut. Ihr dürft direkt weitergeben. Wir kommen zu dir. Ja, also mein Vortrag wird sich mit der Kniegelenk-Endoprothetik auseinandersetzen. Der Thomas hat ja schon erzählt, dass die Hüftgelenk-Endoprothetik eine Erfolgsgeschichte ist und auch gar nicht so neu, über 60 Jahre. Und auch die Kniegelenk-Endoprothetik ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte in der orthopädischen Chirurgie. Arthrose, Thomas schon ausführlich erklärt, der Gelenkknorpel altert einfach, bildet sich irgendwann zurück. Nicht nur der Knorpel verschwindet, sondern letztendlich leidet dann das ganze Gelenk darunter. Die Bänder können Schaden nehmen, es können Instabilitäten oder Kontrakturen der Gelenke auftreten. Und letztendlich kann auch irgendwann die prothesentragende Gelenkfläche oder Knochenstruktur Schaden nehmen im Rahmen der Arthroseentwicklung. Wir unterscheiden eine primäre Arthrose, das heißt einfach der Alterungsprozess des Knorpels, oder eben ein Patient bringt auch Risikofaktoren mit, wie zum Beispiel ein Achsfehler im Bereich des Beines, ein ausgeprägtes O- oder X-Bein, posttraumatische Zustände, wo Frakturen die Gelenkflächen zerstört haben, oder auch entzündliche Prozesse wie Autoimmunprozesse, Rheumaerkrankungen oder bakteriell entzündliche Prozesse nach ärztlichen Maßnahmen zum Beispiel. Die Indikation zum Kunstgelenk sollte streng erfolgen. Konservative Therapiemöglichkeiten sollten ausgeschöpft sein. Die Beschwerden sollten adäquat stark sein. Und der Patient sollte eigentlich zu einem sagen, dass die Lebensqualität inakzeptabel ist, die Selbstständigkeit nicht mehr vorhanden ist. Was wollen wir? Wir wollen eine Schmerzfreiheit oder zumindest eine deutliche Schmerzreduktion erzielen. Wir wollen, dass das Gelenk wieder eine gute Beweglichkeit hat, dass die Beinachsen wieder korrekt sind, die Gelenke wieder belastbar sind. Und von der Prothese fordern wir eine lange Haltbarkeit und eigentlich auch eine leichte Revidierbarkeit, wenn wir dann gezwungen sind, ein zweites Mal ranzugehen.
Bereits 1890 hat ein im heutigen Rumänien geborener, allerdings deutscher Chirurg, der Themistokles Kluck, die erste Knieprothese implantiert. Das Implantat war im Grunde ein Scharniergelenk, was aus Elfenbein gefertigt war. Implantiert im Knochen wurde es im Grunde mit Knochenzement schon, der aus Kolophonium, Bimstein und Gips gefertigt war. Und die Erfolge waren durchwachsen. Er hat jetzt auch nicht im Rahmen einer Arthrose die Gelenke operiert, sondern die Patienten hatten eine Knochentuberkulose mit entsprechender Gelenkzerstörung. Den Infekt hat er natürlich damit nicht zum Stillstand gebracht. Aber zumindest war schon mal der Anfang getan. Und wenn man sich dann so die ersten scharniergeführten Achsgelenke anschaut, dann sehen die eigentlich gar nicht so unterschiedlich aus. Nachteil dieser Implantate war aber, dass sie primär schon sehr knochenraubend gewesen sind im Rahmen der Erstoperation und dass auch diese nicht über die Gelenkflächen abgestützten, stielverlängerten Verankerungen, zementfrei oder zementiert, letztendlich keine optimalen Standzeiten gezeigt haben. Die Knieendoprothetik wurde dann weiterentwickelt und man hat eben halt versucht, sich über das Entwickeln von Oberflächenersatzprothesen der normalen Kinematik und Biomechanik des Kniegelenkes zu nähern, sodass also letztendlich knochensparender heute implantiert wird. Die Resektionen sind nicht mehr so ausgedehnt und die Implantate stützen sich auf den Resektionsebenen auf dem Knochen ab. Und mit diesen Implantaten hat man also deutlich längere Standzeiten. Wichtig bei diesen Oberflächenersatzprothesen ist aber ein weitgehend intakter Bandapparat, weil die Kniegelenke, so wie das Modell, was jetzt hier gezeigt wird, doch auf die Seitenbänder und auf eine gute Funktion des hinteren Kreuzbandes angewiesen ist. Hier sieht man jetzt mal das Beispiel von einer fortgeschrittenen Kniegelenkarthrose, welche dann mit einem Implantat versehen ist. Bei der Hüftprothetik auch gehört eine gute Planung zur Kniegelenkendoprothetik. Es gibt gewisse biomechanische Parameter und physikalische Verhältnisse, die man beachten muss, sodass wir heute uns also schon vor der Operation Gedanken darüber machen, wie wir die Ausrichtung der Prothese gestalten. Es gibt dann die herkömmlichen Implantationstechniken, wo man Instrumente geführt, die Sägeschablonen und Sägeblöcke am Knochen ausrichtet, um die notwendigen Resektionen durchzuführen und dann die Prothese einbauen zu können. Wurden natürlich dann auch computernavigierte Verfahren entwickelt, wo letztendlich eben die Ausrichtung des Sägeblockes am Monitor über das Computersystem, zum Beispiel den Orthopiloten, visualisiert wird. Hier kann der Operateur, nachdem er entsprechende Sender am Knochen angebracht hat, die Achsverhältnisse, die Gelenklinienverhältnisse, Gelenkwinkelverhältnisse und auch die Resektionshöhen, die er wünscht, visualisieren und dann die Sägeblöcke eben entsprechend fixieren und die notwendigen Schnitte zur Implantation durchführen. Hier sind noch Beispielbilder, wie das dann im Weiteren aussieht, wo die Blöcke angebracht werden. Die Sägeschnitte selbst werden dann manuell durchgeführt, wie man das hier bei diesem weit dargestellten Kniegelenk dann auch mal sehen kann. Die Zukunft gehört hier vielleicht der computerassistierten Operationstechnik, wo über eine aufwendige präoperative Planung mit dreidimensionalen CT-Datenerfassungen letztendlich einem der Computer die Marschroute mit vorgibt. Der Operateur führt zwar noch die Säge, aber der Computer beendet zum Beispiel die Funktion des Sägeblattes, wenn bestimmte Grenzen überschritten sind. Insgesamt implantieren wir, das sind Daten aus dem Deutschen Endoprothesenregister, 137.000 primäre Knieprothesen im Jahr. Anders als in der Hüftendoprothetik ist die zementierte Technik nach wie vor noch die bevorzugte Methode, weil man insgesamt auch bessere Standzeiten gesehen hat. Ein Patellaersatz wird in Deutschland nicht allzu häufig in der Primäroperation durchgeführt. Und von den Stabilisationsgraden sind wir also von den Scharnierprothesen weggekommen. Die meisten Prothesen, die implantiert werden, benötigen also einen Bandapparat, der die Kniegelenke noch stabil hält. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten, das Deutsche Endoprothesenregister gibt es jetzt in der jetzigen Form erst seit 2012. Und hat man zumindest mal gesehen, wenn man sich die Daten angeschaut hat, 2014
waren die Ausfallwahrscheinlichkeit noch bei 4% und 2017 immerhin schon auf 3,6% abgesunken. Es scheint sich also ein positiver Trend abzuzeichnen. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Prothesen sinken mit steigender Operationsfrequenz. Sinnvoll also eine Zentrenbildung, in der erfahrene Operateure in hoher Frequenz Prothesen implantieren. Beeinflusst wird die Ausfallwahrscheinlichkeit zudem auch noch durch das Alter, das Geschlecht, das Körpergewicht und natürlich relevante Begleiterkrankungen. Aus meiner Erfahrung heraus ist immer schwierig, der über 50- bis 60-jährige berufstätige Mann, muskelstark, körperlich fordernder Beruf, der natürlich seiner Prothese, die er dann implantiert bekommt, auch einiges abverlangt. Die Standzeiten der Endoprothetik sind so, dass sich nach 97% nach 5 Jahren, 89% nach 10 Jahren und nach 15 Jahren immerhin noch 78%. Patientenzufriedenheitsrate im Vergleich zu den Hüftprothesen ist so, dass man beim künstlichen Kniegelenk, insbesondere bei der Vollprothese, selten das Phänomen des Forgotten Joint erlebt. Also, dass der Patient zu einem in die Sprechstunde kommt und sagt, das ist wie mein eigenes Gelenk, ein Phänomen, was man sicherlich im Bereich der Hüfte oder auch der Teilprothese öfter hört. Ein weiterer Faktor ist, dass die Patienten jünger werden, der Leistungsanspruch und die Erwartungshaltung an die Endoprothetik steigen. Und ich habe häufig in den Aufklärungsgesprächen die Situation, dass ich die Patienten doch auch bezüglich der Erwartung etwas dämpfe und sage, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, dann sind deine Beschwerden doch eigentlich noch gar nicht so schlimm. Also wenn ein Patient zu mir sagt, dass er noch 20 Kilometer wandern war, 90 bis 100 Kilometer Fahrrad fährt und 1,5 Kilometer im Freiwasser schwimmt, aber sein Knie wäre ja kaputt und in bestimmten Situationen hätte er Beschwerden, ist es sicherlich kein Kandidat, den man mit einem künstlichen Kniegelenk zufriedenstellen kann. Wichtig für eine erfolgreiche Endoprothetik ist eine exakte Bewertung, Erfassung der Diagnosen, eine wirklich strenge Indikationsstellung, eine umfassende Patientenaufklärung, was kann und darf der Patient vom Implantat erwarten, eine gute Operationsplanung, die richtige Implantatauswahl und dann natürlich auch noch am Ende das korrekte Umsetzen der Operation. Ich habe zwei Fragen. Einmal, du hast gesagt, die Patienten werden jünger. Woran liegt das? Weil sie, weiß ich nicht, mehr Extremsport machen oder woher kommt die Entwicklung? Ich weiß gar nicht, ob es so sehr an den Sportarten, an Verletzungen oder an sekundären Arthrosen liegt. Ich glaube ganz einfach, dass die Erwartungshaltung in den Patienten, dass man eine uneingeschränkte Belastungsfähigkeit wiederherstellen kann, auch jüngere Patienten dazu bringt, früher nach dem Implantat zu fragen. Wann würdest du denn, jetzt hatten wir genau das andere Beispiel, dass die zu dir kommen und sagen, ja, also ich habe da ein bisschen, da tut es ein bisschen weh, wenn ich so und so mache und bin aber so und so viel geradelt schon. Wann würdest du aber dann sagen, jetzt muss es dann auch sein? Wo ist da der Punkt? Also weil es gibt ja vielleicht auch viele, die sagen, nee, ich halte das jetzt dann mal aus. Es gibt viele, die das sagen und das Gesamtbild für mich ist aber ein Patient, der letztendlich zu mir sagt, am Ende des Tages ist meine Lebensqualität nicht mehr gegeben. Ich habe einen sehr hohen Schmerzmittelbedarf. Ich bin umfangreich konservativ vorbehandelt mit Spritzen in das Gelenk. Wurden vielleicht auch schon kleinere chirurgische Maßnahmen, Knorpelersatztherapien, Achskorrekturen des Beines und Ähnliches durchgeführt. Und wenn dann die Kriterien entsprechend stimmen, dann ist für mich die Situation gegeben, dass ich auch ein Gelenk einbaue. Und das kann auch der 34-jährige Patient sein. Auch dich möchte ich natürlich fragen, wie sieht's nach der OP aus? Was erwartet mich als Patienten? Nachbehandlung hat sich etwas verändert in den letzten Jahrzehnten. Wir versuchen die Patienten heutzutage möglichst nur noch gering ans Bett zu binden. Das fängt schon an, dass das Einlegen von Wunddrainagen, die Anlage intravenöser Zugänge oder Blasenkatheter und Ähnlichem mittlerweile so nicht mehr stattfindet. Wir versuchen die Patienten bereits am ersten Tag nach der Operation zu mobilisieren und dann auch gerade im Bereich der Kniegelenkendoprothetik schnell auf eine normale und auf eine Vollbelastung zu bringen. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ansonsten hätte ich nämlich noch jemanden, der uns auch was erzählen möchte. Aber ansonsten gibt es noch was hinzuzufügen?
Nein. Ich würde gerne dann an den Boris übergeben, der uns ja dann über den Teilgelenkersatz des Kniegelenks. Ja, aber. Wir hören noch was vorher. Richtig, ja. Genau. So einfach mache ich es nämlich nicht. Ich weiß, ihr seid Experten, aber es gibt ja auch die andere Seite, und zwar die des Patienten. Das interessiert mich natürlich auch, was die sagen. Und wir haben da einen jungen Mann, den Wolfgang Schlaffer. Er war zweimal Patient bei euch. Ist das richtig? Ich glaube schon. Und im folgenden Video, was wir jetzt Ihnen zeigen, berichtet er von seiner Knie-OP. Und die hast du, glaube ich, durchgeführt. Ist das richtig, Boris? Also er hat 3 Operationen bekommen. Insgesamt 3? Zwei Knie und von mir und eine Hüfte vom Thomas. Eben, ja. In relativ kurzer Zeit. Und Schauen mal, was er sagt. Ne? Du hast operiert, jetzt in dem Fall geht es ja ums Knie. Jetzt schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Ich bin Wolfgang Schlaffer und hatte das große Glück, vor kurzem in der Sportklinik meine zweite Knie-OP zu haben. Beim ersten Mal war es eine Schlittenprothese und beim zweiten Mal war es eine Vollprothese. Beim ersten Mal war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig und beim zweiten Mal war ich quasi zu Hause. Ich hatte ein Heimspiel und es ist auch richtig, richtig, richtig gut gemacht worden. Das ist fantastisch. Ich kann es an einem Auto-Auspuff erklären. Ne? Ein Auspuff, wenn der kaputt ist, kann man das gut mit Gummi flicken und dann hebt es eine Zeit. Aber wenn das Teil erneuert ist, dann hebt es richtig gut und man kann wieder richtig gut fahren. Also habe ich mich dann dazu entschieden, einfach das reparieren zu lassen. Das war ein ganz wesentlicher Beitrag zu einem schmerzfreien und ganz tollen Leben. Mein Arzt hat mich von Anfang an ausführlich, sehr deutlich aufgeklärt. Er hat es anhand von Tafeln, anhand von Belegstückchen, hat er mir genau erklärt, was gemacht werden muss, was sollte und was dann letztendlich rauskommen wird. Und das hat unglaublich beruhigt. Also ich bin dann wirklich gut aufgeklärt, einfach raus. Und die Leute machen alle eine super Arbeit. Fantastisch, wirklich. Kümmern Sie auch dann. Schauen auch am Tag danach der OP gleich nach und fragen, erkundigen sich nach den Befinden, nach den Schmerzen. Und also klasse. Ja, man fühlt sich wirklich von Anfang an sehr gut aufgehoben. Ich wusste auch von Bekannten, dass dort einfach die besten Operateure für mich waren. Ne? Also von Anfang an war das klar, mich in der Sportklinik operieren zu lassen. Und ja, gut, das Resultat sieht man. Ich kann aufstehen, ich kann schon gehen nach 4 Wochen. Allerdings benutze ich immer noch die Krücken, die Gehhilfen, weil es ist doch sicherer. Ne? Man sollte es auch machen, wegen dem Watschelgang, der soll sich nicht einschleichen. In der Kur ist es dann immer ein Fach, wo du dann jeden Tag deinen Plan kriegst, was die Ärzte für dich erarbeitet haben. Und dementsprechend richtest du dich einfach danach ein. Ist alles eine wunderbare Einteilungssache, du kannst alles gut bewältigen. Also die Leute sind so einfühlsam, sie wissen sofort, geht es wirklich gut? Und dann hast du schon das Gefühl, geht schon. Ne? Dann kannst du dich selber auch dann bestimmen, wie weit das du mitmachst. Und das betrifft alle Anwendungen. Ne? Wenn es dabei nicht so gut geht, sagst du eben Bescheid und dann wird es auch berücksichtigt. Die Entscheidung, in die Sportklinik zu gehen, war einfach ein absoluter Glückstreffer und einmal im Leben sollte man richtig Glück haben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich meinen heißgeliebten, selbstgemachten Weg wieder ohne Beschwerden gehen kann. Das ist in Namibia drüben, haben wir 2 Wege gemacht. Der eine 5, der andere 10 Kilometer. Wir fangen mal mit dem Langsamen an. Aber das schaffe ich. Dank, wie gesagt, der Sportklinik. Vielen lieben Dank nochmal. Also Herr Schlaffer hat eine neue Hüfte bekommen, 2 Knieoperationen. Ihm geht's gut, nur positive Worte. Mit welchen Beschwerden kam er denn am Ende zu dir? Und wie kam es zu der Entscheidung, dass du sagst, dem verpasse ich jetzt ein neues Knie? Ja, ist vor allem eine gemeinsame Entscheidung. Also der Hauptgrund ist natürlich, wie schon erwähnt, der Leidensdruck, dass der Patient einfach konservativ ausbehandelt, dann sagt, so geht es auf Dauer nicht weiter.
Und er hatte natürlich ein paar Gelenkprobleme, sodass wir uns da ein bisschen was ausdenken mussten und sodass wir gesagt haben, wir fangen mit dem Knie an. Und da auf der einen Seite hat er tatsächlich sogar eine Teilprothese erstmal bekommen. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. War dann das volle Kniegelenk und dazwischen noch eine Hüfte. Also es war schon ein bisschen was zu tun. Aber man muss auch sagen, es spielt auch eine große Rolle, wie der Patient auch so mitmacht. Und der Herr Schlaffer ist super. Also wenn er zuschaut, schöne Grüße. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat er wirklich immer toll mitgemacht. Und es macht schon was aus, wie der Patient so gestimmt ist, ob das Vertrauen dann da ist und wie man sowas reingeht. Keiner geht gern zum Operieren. Aber wenn sozusagen der Zeitpunkt da ist, dass es nicht mehr anders geht, dass man dann da sagt, okay, das packen wir jetzt an und dann wird das auch gut. Also bei Wolfgang war ja die Vollprothese wichtig und auch notwendig, aber in welchen Fällen braucht man, ich setze es in Klammern, noch keine Vollprothese und welche Alternativen gibt es denn überhaupt? Ja, da würde ich jetzt eigentlich ganz gern zu meinem Vortrag überleiten. Jetzt haben wir ja heute schon relativ viel Heavy Metal gesehen und gehört sozusagen. Es ist eben nicht immer notwendig, dass man ein ganzes Kniegelenk braucht. Es ist tatsächlich so, dass bis zu 30% der bundesweit implantierten Vollprothesen sogar mit einem Teilgelenk erstmal versorgt werden könnten. Das hängt davon ab, ob man in einem Zentrum dann auch eher operiert wird, wie viel Erfahrung dann auch da ist. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn man einen platten Reifen an seinem Auto hat, dann ist es ja nicht verkehrt, sich ein neues Auto zu kaufen. Das kann man ja schon machen, ist aber vielleicht ein bisschen übertherapiert. Und man könnte sich auch überlegen, ob es vielleicht auch einfach auch geht, den Reifen zu wechseln, weil in der Biologie eben das, was man selber hat, am besten ist. Und man muss es nicht zwingend mit Metall ersetzen, wenn es nicht notwendig ist. Ich möchte nur noch mal die Daten jetzt auch zeigen, die Standzeiten. Die Datenlage ist ein bisschen heterogen. Ich möchte einfach auch nur zeigen, dass die Umdrehkurve, das sind die Schlittenprothesen, die ein bisschen kürzere Standzeiten haben, immer aber noch sehr gut sind. Und es liegt aber nicht daran, dass die Teilprothesen schlecht funktionieren, sondern einfach, dass der Rest vom Kniegelenk auch weiter verschleißen kann und dass sie deswegen gewechselt werden müssen. Man muss sich das dann schon immer ganz gut überlegen. Und wenn man jetzt mal so ein Bild sieht von so einem Patienten, wo man sieht, innenseitig ist so Druck auf dem Gelenk, da ist so richtig Knochen auf Knochen, da wo der rote Kreis ist, so richtig Bone on Bone. Und die Außenseite im rechten Bild ist wirklich okay. Das kann man natürlich mit einem Vollknie versorgen. Ist nicht verkehrt, funktioniert auch, ist in Ordnung. Aber man macht natürlich dann mehr vom Gelenk sozusagen weg, was noch gut ist und was nicht zwingend entfernt werden muss. Und da gibt es eben dann die Möglichkeiten der Teilprothetik, wo sich da zunehmend vor allem in der Knie-Endoprothetik dann Methoden entwickelt haben, dass man eben punktuell nur gewisse Teile ersetzt. Das kann man wie hier so im Schaubild eben also Schlitten, so Kufen machen auf der Innenseite, ist bestimmt ein gängiger Begriff, oder auch hinter der Kniescheibe. Und das funktioniert dann im Wesentlichen so, dass die OP-Technik so sich darstellt, dass man nur dieses erkrankte Areal eben herausarbeitet. Ist dann auch natürlich ein viel kleinerer Eingriff, was so das Gewebetrauma angeht. Man muss schon natürlich an dem Gelenk was tun, aber es wird eben nur der erkrankte Anteil sozusagen abgefräst. Der Knochenverlust ist deutlich geringer und man hat dann eine gewisse Bearbeitungszeit, wo man sowohl den Ober- als auch den Unterschenkel, aber eben nur von dieser Seite bearbeitet. Und dann werden auch hier in der Regel zementierte Prothesen, gibt es auch zementfrei eingesetzt und dazwischen kommt eben auch dieses Kunststoffstück, wie man es von der Vollprothetik auch erkennen. Der Clou in der ganzen Geschichte ist einfach erst einmal weniger Metall, aber es werden natürlich auch die Bänder erhalten und vor allem die Bänder heißt das vordere Kreuzband. Das vordere Kreuzband ist wichtig. Bei der Vollprothetik ist es immer noch so, dass das vordere Kreuzband entfernt wird. Es gibt Versuche, das zu erhalten, aber das ist momentan noch nicht Standard. Und das vordere Kreuzband, das wissen wir auch von der Sportorthopädie, ist sehr wichtig für die Intelligenz von dem Kniegelenk im Raum. Nennt sich Propriozeption, dass das Knie einfach weiß, wo befinde ich mich. Und wenn es verloren geht oder entfernt werden muss, hat man natürlich schon auch einen Mangel, was so die Gelenkintelligenz macht. Mal umgangssprachlich darstellt. Und diese Teilprothesen, die können es machen, innen wie außenseitig, auch hinter der Kniescheibe. Die Außenseite hinter der Kniescheibe ist eher für etwas erfahrenere Operateure gedacht, weil es ein bisschen komplizierter ist. Da sollte man auch rein nach der Datenlage ein paar mehr machen, dass das gut funktioniert. Das sind aber sehr dankbare Patientinnen meistens, die so ein bisschen xig sind und da wirklich einen umschriebenen Schaden haben, funktioniert wirklich sehr gut. Der Vorteil liegt da irgendwie auf der Hand. Das ist natürlich ein kleinerer Hautschnitt, was zu einem geringeren Gewebetrauma führt. Wir haben weniger Trauma im Gelenk, die Bänder und 2/3 vom Kniegelenk bleibt unberührt, ist wiederum auch so ein bisschen die Schwäche des Ganzen natürlich, weil ich mache ja bei den anderen 2/3 einfach nichts. Das heißt, es muss zwingend in Ordnung sein. Das ist eigentlich der Clou, wenn ich mir sowas überlege. Man hat einen Tacken bessere Beweglichkeit hinterher. Die Schlitten bewegen schon besser als die Vollprothesen, muss man sagen. Und ist auch in der Rehabilitation etwas schneller, wobei das kein ausschlaggebendes Kriterium sein soll. Das ist ein schöner Nebeneffekt, dass man eben ein bisschen schnell auf die Füße kommt. Aber gut muss es sein, eben für eine sehr lange Zeit, für viele Jahre. Leichterer Wechsel insofern einfach nur, dass ich einfach noch mehr Eigenknochen habe, wenn es dann zum Wechsel kommt, weil es eben manchmal doch deutlich jüngere Patienten auch sind.
Nebeneffekte sind natürlich noch, dass wir so ein bisschen verkürztere Zeit im Krankenhaus haben. Die meisten Schlittenpatienten gehen so nach 5 Tagen allerspätestens nach Hause, sind im Wesentlichen 4 Tage entlassfähig. Man hat auch ein geringeres allgemeines Operationsrisiko für Thrombosen, Pneumonien und so Herzprobleme. Wie gesagt, schnellere Reha und Bewegungsfunktion ist auch besser. Die Ergebnisse der Teilprothetik ist, wie wir es eigentlich vorhin in anderen Vorträgen auch schon gehört haben, natürlich sehr erfahrungsabhängig und gerade da spielt es wirklich eine Rolle, wie hoch der Anteil der eigenen Operationszahlen ist. Es gibt so eine grobe Hausnummer, die auch immer so über in der Datenlage genannt wird, so ab 25 Prothesen und drunter, wenn ein Operateur weniger als 25 Schlitten macht pro Jahr, dann sinkt die Erfolgschance ein bisschen, also das Risiko, dass irgendwas nicht so gut funktioniert, wird dann etwas höher. Das heißt, man muss schon das einfach regelhaft machen. Die Erfahrung vom Operateur, das kam in anderen Vorträgen auch schon raus, das ist klar, ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Das liegt einerseits an der OP-Technik, aber auch an der Auswahl vom Patienten, dass man dann den richtigen Patienten sozusagen dann auch indiziert, wem tut es gut. Und wie wir auch schon gesehen haben, bei unserem Vorzeigepatienten ist es eben manchmal so, dass das eine Knie das eine benötigt, das andere Kniegelenk. Man versucht natürlich schon symmetrisch zu versorgen, aber wenn man jemanden hat, dem man das gut erklären kann, so wie bei ihm, dann ist das wirklich eine absolut gewinnbringende Sache. Wir haben natürlich ein paar andere Sachen noch, wo wir das Leben leichter machen können. Teile davon vorher schon angeklungen. Wir machen natürlich ein vernünftiges Blutmanagement mit speziellen Medikamenten. Es gibt ein Qualitätsmanagement, eine Patientenschulung, vor allem hinterher, wie es dann weitergeht. Wir versuchen eine sehr differenzierte Schmerztherapie aufzubauen, sowohl schon im Operationssaal als auch danach. Früh auf die Füße ist wichtig für Körper und Geist sozusagen, dass die Leute früh fit werden. Das hat so ein bisschen einen psychischen Effekt, gerade am Kniegelenk, dass man schnell sich wieder selber versorgen kann. Und eine schonende OP-Technik ist wichtig. Ich möchte nur dieses Fast-Track-Konzept, vor allem was so diese Schmerztherapie, nochmal kurz anklingen lassen. Das heißt, wir machen, wenn das Knie offen ist, eine lokale Infiltrationsbehandlung. Das heißt, es ist wie Spritzen beim Zahnarzt, wo man das Kniegelenk dann eben einspritzt, wenn das Knie offen ist. Man merkt das nicht, sozusagen mit Spritzen versorgt, dass man erstmal aufwacht. Und die Leute sind wirklich die ersten 10-12 Stunden komplett schmerzfrei. Das ist was sehr Gewinnbringendes, weil man einfach nicht so in diesem Schmerzsturm aufwacht und an diesem Punkt, wenn es dann langsam losgeht, wenn die Betäubung abklingt, das kann man dann, wenn es suffizient gemacht ist, gut abfangen und funktioniert wirklich sehr gut. Jetzt möchte ich noch einen anderen Teilaspekt einbringen, weil man kann ja diese Idee der Teilprothetik auch noch weiterdenken. Es ist ja so, dass es natürlich Teile des Gelenkes gibt, die erkranken können, aber es gibt so eine Art Behandlungslücke, gerade bei jüngeren Patienten, die so zwischen 40, 60, 65 sind, die, was diesen Knorpelzellersatz, wenn sie einen umschriebenen oder einen tiefergreifenden Knorpelschaden hätten, vielleicht schon nicht mehr so richtig gut funktioniert. Wir wissen aus der Knorpelzelltherapie, dass vor allem so ab 45 aufwärts, das ist gar nicht so alt, muss man sagen, diese Knorpelzellersatztherapie nicht mehr so richtig gute Erfolge haben und eigentlich ist man dann auch noch viel zu früh für einen prothetischen Ersatz, auch wenn es eine Teilprothese ist und das sind meistens Leute, die sind hochaktiv, sportlich, wollen sie was machen, sie sind voll im Berufsleben, also mitten noch in der Aktivitätsphase und da hat man nicht immer so richtig was anzubieten und wenn man so einen Patienten hier mal sieht wie das, da sieht man am oberen Teil eben die Oberschenkelrolle, ist ein arthroskopisches Bild von der Innenseite vom Gelenk und den Meniskus, der ist absolut intakt und unten sieht man die Unterseite, dem kann man natürlich mit seinen 55 Jahren nicht mehr richtig sinnvoll einen Knorpelzellersatz anbieten. Der Schaden ist circa 3 Quadratzentimeter groß, das wird nicht mehr so richtig gute Ergebnisse haben. Natürlich kann man den dann auch mit dem Schlitten versorgen, würde funktionieren, aber es ist wieder diese Idee, ist eigentlich ein bisschen übertherapiert, weil praktisch der Meniskus und der untere Teil vom Knochen eigentlich gut ist. Und da gibt es ja die Konzeption eines Mini-Implantates. Das ist was die Firma Episurf in den letzten Jahren so ein bisschen auf den Markt auch gebracht hat, wo sie dann einfach versuchen, diesen Defekt individuell zu ersetzen mit einem zementfreien Implantat, was so Monoblock-ähnlich dann dafür gefräst wird. Der Vorteil ist, es ist so eine individuelle Schadensanalyse, die sie betreiben. Das ist auch der Charme, dass sie wirklich auch individuell erstmal den Patienten analysieren. Und dann auch eine speziell für dieses Problem angefertigtes Implantat machen lassen. Und dann kriegen sie auch dafür nur passende Instrumente, wo ausschließlich der Defekt ersetzt wird. Und die Leute sind wirklich sehr schnell fit und sie haben eine gewisse Gewebe- und knochensparende Verfahren. Und wenn Sie es mal anschauen, dann kriegt man hier so ein spezielles Kernspin. Das ist eigentlich ganz interessant. Da reicht normales MRT nicht. Das muss man vorher mit den Radiologen ausmachen. Und dann kriegt man so eine Defektanalyse. Das machen dann die Ingenieure, die das dann so visuell auch unterlegen mit verschiedenen Farblichkeiten und wenn man genau guckt, dann kann man da so ein Implantat schon reinplanen und das kann man dann auch nochmal variieren und schauen, wie man das möchte.
Und wenn man sich dann dafür entschlossen hat, sagt, ja, das passt und das mit dem Patienten auch gut besprochen hat, dann kann man da in die Fertigung gehen und kriegt dann genau das. Das ist, das ist einfach nur eine kleine Kiste, wo diese paar Instrumente drin sind, mehr ist es nicht, die genau für diesen Defekt passen. Und dann kann man das so machen. Das ist also der definitive Ablauf genau von diesem Schaden, wo man dann so einen kleinen Zylinder kriegt in der oberen Reihe, wo man das dann anpasst und kann dann diesen Defekt in sehr kleinen Schritten, 0,1 Millimeter Schritte in der Tiefe ausfräsen. Gibt dann so einen kleinen Dummy unten links, zweiter von links, wo man das dann testen kann und dann im Endeffekt kann man dann dieses Implantat einbringen, was den Defekt dann an dieser Stelle ersetzt. Ist sicherlich eher so eine Randgeschichte, aber soll einfach zeigen, dass es auch modernere Entwicklungen gibt für diese Patienten, die sehr jung sind, um einfach noch knochensparender, noch mit mehr Erhalt des eigenen Gelenkes zu arbeiten, und darum geht es ja letztendlich. Die Ergebnisse sind eigentlich sehr gut, muss man sagen. Wir sind jetzt bei den 10-Jahres-Ergebnissen momentan. Wir reden von knapp 1200 Implantationen in Deutschland jetzt. Das ist natürlich keine Wahnsinnszahl, aber die Ergebnisse sind so gut, dass sie vergleichbar sind mit den Teilprothesen. Und wenn man jemanden hat, der da damit sich 10, 12 Jahre herausholt, das kann am Ende vom Leben dann schon mal einen richtigen Prothesenwechsel ausmachen, den man sich damit vielleicht spart. Ganz abgesehen davon, dass man da vielleicht auch in der Anfangsphase im jüngeren Lebenszeitraum einfach fitter und sich besser fühlt. Letztendlich das, was der Kollege Harald schon vorher gesagt hat, das ist mir auch immer sehr wichtig. Man muss da eine vernünftige Beratung machen bei diesen ganzen Geschichten. Das soll irgendwie ohne Zeitdruck sein. Sie dürfen den Patienten nicht drücken oder die Zeiten sind einfach vorbei, dass wir das empfehlen. Das muss man jetzt machen, holen Sie einen Termin. Das ist nicht mehr so. Man muss einfach die Erwartungen, die Sorgen da in aller Ruhe besprechen und auch vor allem den Leidensdruck dann abklopfen. Und das ist wirklich wichtig, dass das echt ausgereizt ist, weil nur dann haben Sie auch Erfolg. Man muss auch besprechen, was kann eine Prothese leisten und was nicht. Ich hatte mal einen Patienten, der kam und hat gesagt, er ist mit seiner Tennismannschaft aufgestiegen nächstes Jahr und hat ein kaputtes Knie, er braucht das neues Knie, dass er da gut mitspielen kann. Haben wir dann nicht operiert, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und sowas kann nicht funktionieren. Das heißt, es muss wirklich so sein, dass die Lebensqualität und auch dieser Grundstress, den man dann hat, so massiv ist, dass man so einfach nicht weitermachen kann. Und dann sollte eigentlich das so sein, dass der Patient kommt und sagt, jetzt will ich, das möchte ich eigentlich immer hören, dass er sagt, jetzt Doc, mach, und dann wird es auch gut. Aber man kann jetzt nicht einfach pauschal sagen, man arbeitet sich hoch von Mini-Implantat zur Teilprothese bis zur Voll... Also so würde ich mir das jetzt mal als Nicht-Expertin vorstellen. Schön wäre es sozusagen, wenn man da die Eskalationsstufe da so Lego-mäßig aufbauen könnte. Das ist leider nicht so. Wir haben auch sehr viele junge Patienten, die schon früh Vollprothesen brauchen. Auch gerade in der Hüftchirurgie ist es so, dass das teilweise wirklich sehr, sehr junge Patienten sind. Wenn es so ist, ist es so. Man muss es dann wirklich einfach auch sorgfältig begründen und ausführlich besprechen. Es gibt Patienten im hohen Alter, die noch sehr gut mit Teilprothesen zurechtkommen. Man muss es wirklich individuell anpassen. Darum geht's. Das heißt, die müssen auch nicht die Mini-Implantate zum Beispiel schneller gewechselt werden oder so. Also wie lang hält sowas? 10 Jahre haben wir jetzt momentan knapp 90% Standzeit, was wirklich eine gute Sache ist für die Leute, die gut ausgewählt sind. Aber es ist natürlich schon auch eine Randerscheinung, weil diesen isolierten Defekt, das kriegt man nicht so häufig, dass man dann jetzt wirklich genau das so hat. Meistens ist noch ein bisschen mehr kaputt, wo man dann sagt, okay, ich möchte schon eine sichere Lösung haben. Das muss schon das Ziel sein, so eine One-Shot-Surgery, wo man sagt, man hat mit einem Schuss wirklich eine sehr gute 15-Jahre-Lösung plus. Das ist ja grob, was wir so rausgeben, dass wir sagen, die Schlitten halten so zwischen 12 bis 15 Jahre, je nach Alter und auch nach Aktivität. Aber das sollte schon so sein, dass man sagt, okay, dass man da wirklich eine gewisse Laufzeit hat, wo man dann einfach sagt, damit ist der Patient einfach versorgt. Das muss schon der Anspruch sein. Wenn du es ganz kurz nochmal gegenüberstellen würdest, Teilprothese, Mini-Implantat, also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Einfach nur nochmal kurz nebeneinander stellen, wann was am besten. Das ist wirklich individuell muss man das analysieren einfach. Und das ist eigentlich auch das Fazit des Ganzen, dass man auswählen muss. Man muss jeden individuell beraten und gucken, was hat er für ein Problem, was ist er auch für ein Patient, wie ist er auch so von der Grundstimmung, was hat er denn für Alternativen, was macht er beruflich, was habe ich für Wünsche, aktivitätsmäßig, Sport, was will ich machen? Und das ist entscheidend, dass man das gut zusammenbringt und ihm dann mit einem sinnvoller Beratung dann sagt, was habe ich für Chancen, und dann wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein sehr gutes Ergebnis. Du hattest vorhin noch gesagt, dass es keine Möglichkeiten gibt, irgendwie vorzubeugen. Stimmt, das kann ich wirklich gar nichts machen. Also bekommt man einfach Arthrose und hat damit, jetzt salopp gesagt, Pech gehabt, oder kann ich irgendwas tun? Gib mir irgendwas an die Hand. Ich kann Arthrose tatsächlich nicht verhindern. Jeder hat Arthrose, aber nicht jeder leidet unter Arthrose. Und das Wichtigste ist tatsächlich Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das Einzige, wo man natürlich immer ein bisschen sagen muss, ist natürlich immer schwierig, ist tatsächlich Gewicht.
also Übergewicht. Ja. Ist jetzt nicht so, dass der übergewichtige Arthrose bekommt, aber er beschleunigt seine Arthrose. Und da spielt dann auch wieder Bewegung natürlich eine Rolle. Wenn ich abnehmen will, muss ich mich bewegen. Aber Bewegung an sich ist eine gewisse Schonung fürs Gelenk, weil eine gute Muskulatur im Endeffekt tatsächlich das Gelenk dann schont. Was würdest du, vielleicht gibt es ja den oder die einen, den einen oder die andere, jetzt machen wir ganz langsam, gell? Die jetzt vielleicht gerade in der Situation ist, was rätst du den Menschen draußen? Vielleicht jetzt mal erstmal den, die vielleicht schon Schmerzen haben. Wann sollten sie anrufen? Also wenn der Schmerz dauerhaft ist, wenn er jetzt wirklich über mehrere Wochen vorhanden ist und ein entsprechendes Maß erreicht hat, dann gehört das abgeklärt. Weil sich eben halt Dinge dahinter verbergen können, die einer Behandlung bedürfen und manchmal sogar hinter einem vermeintlichen, nicht so dramatischen Knieschmerz, zum Beispiel bei einem 15-jährigen jungen Menschen, durchaus etwas verbergen kann, was dann auch primär schon operationsbedürftig ist. Also der störende Schmerz gehört abgeklärt. Und für diejenigen, die gerade vielleicht frisch operiert worden, hast du noch warme Worte für die Patientinnen und Patienten? Das wird schon, und gute Stimmung ist wichtig. Also man muss schon mit einem gewissen Grundvertrauen, so wie es unser Patient, der Schlaffer, gemacht hat, das ist eigentlich ein Elfmeter, muss man sagen. Weil wenn man da sagt, keiner geht gern zum Operieren, völlig klar, aber wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man dann sagt, okay, ich vertraue dieser ganzen Geschichte und versuche das dann anzunehmen, weil es einfach auch gute und sehr sichere Lösungen gibt. Und dann helfen wir da auch durch und das wird dann in zügig auch gut. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, ich darf nicht. Wollt ihr noch etwas sagen oder soll ich mich dann allgemein verabschieden? Wunderbar. Aber wie gesagt, ich hebe mir die Fragen alle fürs nächste Mal auf. Wir sehen uns wieder. Ja, vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank an Sie, dass Sie dieses Mal wieder mit dabei waren. Wenn Sie noch Fragen haben, so wie ich auch, dann, oder Sie wollen einen Termin, kann ja auch sein, dann gehen Sie einfach auf die Seite www.sportklinik-ravensburg.de. Dort wird Ihnen geholfen. Ich würde mal sagen Frühjahr, der Termin steht noch nicht wirklich fest, im Frühjahr 2024 sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Aber das Thema habe ich schon für Sie. Und zwar, es geht um den Ellbogen und um die Schulter. Wenn Sie genau wissen wollen, wann die nächste Sendung ist, dann gehen Sie auf www.sportklinik-ravensburg/live. Und da bekommen Sie alle Infos. Es lohnt sich, klicken Sie sich einfach mal durch. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Infos rund um die Sportklinik Ravensburg. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden, darf mich bei euch verabschieden und sage wie immer, ja, bleiben Sie in Bewegung. Machen Sie es gut. Tschüss.